Heute ist der 15. April. Die US-Berichtssaison nimmt weiter an Fahrt auf. Bei uns in Deutschland geht es auch so ganz langsam gemütlich los. Aber dicke Knaller stehen nicht an. Wir schauen heute, wie versprochen, auf das, was die Banken am Freitag geliefert haben. Da ging es mit den Banken los. Und was dort war, die Zahlen, sehr gut. Aber die Ausblicke, das verheißt nichts Gutes. Wir schauen uns die Charts dazu natürlich auch mit an. Dazu natürlich neben JP Morgan, Wells Fargo, der Citigroup habe ich euch nochmal mitgebracht den Chart der Apple-Aktie. Die hatten wir ja auch am Freitag. Apple hatten wir da auch auf der Agenda. Aber wir müssen schon wieder reden. Apple ist an einer sehr, sehr interessanten Stelle verortet. Thema Schutzsignal, das müssen wir näher anschauen. Dann gucken wir auf Gold, wir schauen auf den DAX und ja, dann gerne auch noch, wenn wir es schaffen, den ein oder anderen Wunschmarkt mit rein. Bevor wir das tun, allerdings wie immer, bitte ich den Blick auf den Risikohinweis zu werfen und das, was hier geschrieben steht, auch in Gänze zur Kenntnis zu nehmen. Kurzum, der Handel mit Devisen, CFDs und Futures auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Und wie immer gilt, wenn du hier zuschaust live, ne, direkt runter kommentieren bzw. deine Fragen stellen. Wenn du es im Nachgang schaust, dann im Nachgang auch drunter die Kommentare machen. Abo nicht vergessen, dann siehst du auch direkt die Antworten. So, jetzt kommen wir mal zu dem, was wir hier bei uns in Deutschland, Europa plus der Briten mit auf der Agenda haben. Das heißt zum einen, am Dienstag bekommen wir die ZEW-Konjunkturerwartung hier bei uns in Deutschland. Am Mittwoch gibt es aus Großbritannien den Verbraucherpreisindex. Das dürfte wie immer sehr interessant werden. Beides, ne? Die Konjunkturerwartungen werden hier leicht ansteigend gegeben. Schauen wir mal, was da so kommt. Und was heißt die Verbraucherpreise dann, wie schon gesagt, am Mittwoch in Großbritannien und der Eurozone? Zwei wichtige Punkte. Und eines möchte ich euch an dieser Stelle auch nicht vorenthalten. Die geopolitischen Risiken. Das Thema ist weiterhin auf der Agenda und das müsst ihr im Trading immer mit auf der Uhr haben. Das haben wir ja in der letzten Woche Freitag auch schon gesehen. Da wurden teils auch unter anderem Gewinnmitnahmen gemacht, weil die Lage dort drüben so unübersichtlich ist im Moment und da möchte man halt keine großartigen Risiken auch im Portfolio haben. Also Freitag ist einiges zusammengekommen. Die Banken haben natürlich auch belastet. Die Zinsseite ist nicht ganz so schick im Moment und die geopolitische Situation, die tut da noch ihr Übriges dazu. Also das musst du jetzt im Trading entsprechend auch mit beachten und da gilt auch wie immer, ich habe am Wochenende auch die ein oder andere Frage bekommen, beziehungsweise sogar beim Sport, was soll man denn jetzt machen? Ich sage dir an dieser Stelle immer, mach das, was der Markt tut und was für dein Portfolio das Richtige ist. Ja? Und bitte lass es sein, um das mal auf den Punkt zu bringen, irgendwelche Spekulationen zu treten. Das geht meistens in die Hose. Ja? Du kannst mal Glück haben, aber meistens verlierst du damit einfach Geld, weil am Endeffekt genau das, was du denkst, das passieren sollte, nicht passiert. Ne? Thema Öl. Nicht, wie viele hätten gedacht, dass am Wochenende der Ölpreis oder heute am Montag der Ölpreis mit einem ordentlichen Abgap macht. Ne? Nichts ist passiert. Warum? Weil ganz einfach im Mittleren Osten aktuell einfach nichts passiert ist. Und deswegen ist auch im Ölpreis nichts passiert. Die Amis sind nicht mit in den Krieg eingestiegen. Wenn das passiert wäre, hätten wir ganz andere Szenarien. Also du siehst schon, dort bitte nicht das machen, was die Medialen so aufpauschen, sondern wirklich an den Charts orientieren und wie schon gesagt, ein bisschen den Kopf mit einschalten bei den Setups, bei dem Money Management, das gehört dort alles miteinander zusammen. So, damit hätten wir das besprochen und dann noch ein ganz kurzer Blick auf das, was wir diese Woche auch mitbekommen, nämlich die US-Berichtssaison und das, was wir hier bei uns in Deutschland haben, die Berichtssaison. Und du siehst diese Woche in den USA der Kalender schon recht voll. Was für uns sehr, sehr interessant wird, das Thema Banken auch mit zu begleiten. Das wird nämlich auf die Indizes auch mit abwirken. Wir haben heute die First Bank. Auch wenn wir uns die Charts hier nicht angucken können, aber das dürfte den Markt natürlich mit bewegen. Wir haben Goldman Sachs heute auf der Agenda. Das wird auch sehr, sehr wichtig sein. Wir haben morgen die Bank of America und wir haben morgen Stanley auf der Agenda. Morgen gibt es dann noch United Health Group, Johnson & Johnson. Auch das sind wichtige Player am Markt, wo man natürlich ganz genau hinschaut, was dort los ist. Also ihr seht, es ist einiges dieser Woche wieder mit im Gange und das, was ich euch hier auch charttechnisch mit begleiten kann,
Das schauen wir uns dann natürlich auch entsprechend mit an. Und dann gucken wir mal ganz kurz noch auf Deutschland. Auch wenn wir hier keine Einzelaktien für Deutschland haben an dieser Stelle, ist es natürlich immer wirklich, wirklich wichtig, dass wir hier an dieser Stelle wissen, was los ist. Ne? Wir kriegen hier, wann war es? Am 18.04. ist Sartorius dran. Und ansonsten haben wir jetzt noch nichts gigantisch Großes, was wir hier auf der Agenda haben. Also von der Seite her ist da noch relative Ruhe, was den deutschen Leitindex an dieser Stelle auch mit angeht. Und dann komme ich mal zu euch zurück auf den Bildschirm und wir gucken uns mal so ein bisschen das Zahlenwerk an, was wir diese Woche bzw. was wir am Freitag von den Banken bekommen haben, bevor wir auf Einzelwerte eingehen. Ich weiß, der ein oder andere tradet hier bei Tickmill auch gerne die US-ETFs, weil es einfach coole Vehikel sind. Also ihr könnt mit diesen ETFs wirklich sehr, sehr schön einen Index, einen ganzen Sektor, meine ich, abdecken, ohne Stockpicking zu machen. Und das Schöne ist, als Privatmensch darfst du diese Teile gar nicht traden, aber über die CFDs kriegst du bei Tickmill die Möglichkeit, auch zu sehr, sehr guten Konditionen das Ganze umzusetzen. Und was wir hier sehen im Finanzsektor, also das ist jetzt mal der Select-Sektor Financial, also das ist der Wert. Wir sind auf Tagesbasis, kannst du sehr, sehr schön sehen, in einem Abwärtstrend inzwischen. Das heißt, das, was wir hier jetzt im gröberen Bilde sehen, ist, dass das große Setup aus der Woche korrigiert wird. Und für euch nochmal kurz zur Erinnerung, wir hatten drüber gesprochen, über den Breakout hier oben rauf. Ja? Also du siehst es auch im großen Bild, ne? Das ist jetzt der Wochenchart. Dort oben, das war wirklich die sehr, sehr schöne, gute Einstiegsgelegenheit, nachdem wir dieses Widerstandslevel hier überwunden hatten. Und du siehst ja, was dort am Ende bei rausgekommen ist. Also das, was wir hier an Korrekturtiefe hatten, ist mal gut oben raufgekommen. Und hier oben haben wir dann die Umkehrlage bekommen. Und den kannst du wirklich sehr, sehr schön traden. Für einen Long ist es noch ein bisschen zu früh. Ja, ich möchte es dir nur an dieser Stelle mal zeigen, dass der Sektor momentan ziemlich unter Abgabedruck steht. Und dieser Abgabedruck hängt nicht zuletzt an dem, was wir bei den Banken gesehen haben. Das heißt, an dieser Stelle mit Blick auch auf die Banken möchte ich mal anfangen, was wir bekommen haben in der letzten Woche. Und zwar haben wir am Freitag JP Morgan, Wells Fargo, die Citigroup und BlackRock gebracht bekommen. Und ich kann an dieser Stelle schon sagen, die Zahlen, die geliefert wurden, lagen allesamt über den Erwartungen. Aber es gab halt ein großes Problem. Das hat dem Markt überhaupt nicht gefallen. Und das hat dann dafür gesorgt, dass eine JP Morgan 6% nachgegeben hat, eine Wells Fargo am Tagesende plus minus null, also minus 0,4% standen da, und eine Citigroup hat 1,7% verloren. Also da war schon irgendwo ein ziemliches Haar in der Suppe. Und was das ist, das schauen wir uns gleich auch mit an. Wir starten mal zunächst mit der Aktie von JP Morgan. Und hier zeige ich dir mal ganz kurz den Chart der Aktie von JP Morgan. Na, da siehst du mal, was hier an dieser Stelle passiert ist. Es gab ein Gap nach unten und die Aktie hat ziemlich tief, nahe des Tagestiefs geschlossen. Und für eine JP Morgan so ein Downgap, das ist schon, ja, da muss schon irgendwas Kräftiges sein, dass dort an dieser Stelle sowas passiert. Also das Thema haben wir definitiv an dieser Stelle da. Und dann gucken wir mal, was hier gekommen ist. Wie schon gesagt, Gewinn pro Aktie 4,4,63 $ erwartet worden sind 4,19 $. Beim Umsatz lagen wir bei 42,5 Milliarden US-Dollar, erwartet wurden 41,8. Das ist ein Zuwachs von 8% auf Quartalsvergleich zum Vorjahr. Die zahlen also recht ordentlich. Was das Problem einfach hier an dieser Stelle ist, liegt ein bisschen auch mit drinnen. Da gab es zum einen mal die Vorsorge für Kreditausfälle. Die war unter den entsprechenden Erwartungen. Also wir haben einfach die Probleme, wenn wir uns das mal anschauen, sagen wir mal, wenn wir uns das Gesamtgeschehen der Kredite auch mal mit anschauen, wird dort ganz genau auch drauf geschaut, wie die Risiken sich auch gestalten. Ja? Und wenn man dort sozusagen unter den Erwartungen liegt, ist das zunächst erstmal nichts Gutes. Das ist das eine. Was wir noch mit haben, ist die Tatsache, dass wir die Zinsen auf der Agenda haben. Und wir lagen mit den Erwartungen sozusagen, sag ich mal, ein ganzes Stückchen unter dem, was jetzt gekommen ist. So, und was du dann einfach erwarten solltest, ist, wenn das erste Quartal
über den Erwartungen gewesen ist, ja, und der ganze Rest, die anderen 3 Quartale, die jetzt noch kommen, wenn die inline sind, dann müsstest du ja eigentlich am Jahresende ein besseres Ergebnis haben. Das heißt, man hätte jetzt im Ausblick hier schon ein positives Bild geben können. Das hat man aber nicht gemacht. Und das ist so ein bisschen das Problem, was man hier an dieser Stelle hat, dass hier die Ausblicke nicht so sind, wie man die erwartet. Das heißt, die Unternehmen, die Banken rechnen hier schon mit ein paar Problemen. Gehen wir mal kurz zurück in den Chart von JP Morgan rüber. Und da sehen wir eines, dieser starke Rutsch nach unten. Der Aufwärtstrend auf Tagesbasis ist gebrochen. Ich gehe mit euch kurz in den Wochenchart rein. Und das ist der Punkt, der jetzt wirklich ganz, ganz wichtig ist an dieser Stelle, die Werte, wo wir ranlaufen. Also das nächste, sag ich mal, charttechnisch interessante Level wäre mal, hier hast du das große Ausbruchslevel also auf die Allzeithochs, und hier hatten wir so eine kleine Konsolidierung. Das heißt, zunächst wäre erstmal interessant der Bereich um die $173. Und danach zunächst auch erstmal hier unten ein Stück weit rein, bis auf das Zwischentief dieser Korrektur hier. Ne, das hier oben war mehr oder weniger eine Seitwärtsphase. Aber das Korrekturtief haben wir halt hier unten drin liegen, im Bereich von 164,50. Diese Luft wäre da. Also das ist halt, weil wir hohe Dynamik gehabt haben. Jetzt die starken Rücksetzer, das kann halt deutlich tiefer gehen, bis man dann eine Konsolidierung bekommt. Aber wie schon gesagt, die Banken haben schon ein paar Problemchen an dieser Sache. Das sieht man unter anderem auch bei anderen Banken, bei einer Wells Fargo jetzt nicht. Die hat sich letzte Woche relativ stabil gehalten. Das heißt, dieses Level hier ums Zwischentief im Bereich von 56 um die 40 wurde ganz gut verteidigt. Ne? Das ist der Punkt. Ne? Donnerstag ging es schön nach oben. Freitag erstmal, naja, ihr seht ja selber, wie die Kerze ist. Dieses Level ist hart umkämpft. Charttechnisch gesehen ist bei einer Wells Fargo das nächste Anlauflevel unten im Bereich von, ich sag mal, aufgerundet $54,90. Wir sehen hier oben aber eine leicht toppische Phase. Also wir haben hier charttechnisch auch einen sehr, sehr angeschlagenen Markt. Gucken wir uns mal die Zahlen von Wells Fargo an. Gewinn pro Aktie war bei $1,20, erwartet wurde $1,07. Der Umsatz lag bei 20,86 Milliarden, 20,18 Milliarden sind erwartet worden. Ja, dass die Zahlen, auch dort lag man oben drüber, das Nettozinseinkommen lag bei -8% im Quartalsvergleich. Aber trotzdem hatte man hier ein höheres Gewinn pro Aktie. Also da könnte man sehen, dass das Unternehmen, das Management trotzdem einen sehr, sehr, sehr guten Job gemacht hat. Aber eigentlich, ja, auch hier das gleiche Problem. Man hat ein besser als erwartetes erstes Quartal und trotzdem wurden die Jahresergebnisse nicht nach oben angehoben. Und da seht ihr, dass auch dort natürlich eher Enttäuschungspotenzial da ist. Und das müssen wir jetzt im Chart der Aktie so ein bisschen auch mit beachten. Dann kommen wir mal kurz noch zum Chart der Citigroup. Auch hier habe ich euch mal den Tageschart mitgebracht. Zunächst gab es eine wirklich schöne, positive Überraschung hier an dieser Stelle. Charttechnisch gesehen, wenn wir uns das Anlauflevel hier oben mal anschauen, interessant, wo der Markt rangelaufen ist, ne? Genau hier in dieses Drehlevel aus dem Abwärtstrend raus, und dann kam der große Abverkauf. Also ich will jetzt gar nicht darauf deuten, wie sich das jetzt charttechnisch weiterentwickelt, das schauen wir uns gleich an, sondern einfach mal an dieser Stelle schauen, was hat denn der Markt dazu gesagt? Wie waren die Zahlen? Die Zahlen, auch hier Gewinn pro Aktie $1,22 sind erwartet worden, geliefert wurden $1,58. Der Umsatz lag bei 21,1 Milliarden, 20,39 Milliarden wurden erwartet. Wenn wir uns die Zahlen mal angucken, der Gewinn lag 27% unter dem Vorquartal und der Umsatz lag 2% unter dem Vorquartal. Also das ist entsprechend ein bisschen schwierig, aber dazu muss man auch noch sagen, das Ganze wurde, sag ich mal, beeinflusst durch den Verkauf von ausländischen Geschäftsteilen und höheren Ausgaben und Kreditkosten. Also auch dort ein bisschen problematisch, das Ganze, wo der Rückgang herkam, aber die Erwartungen wurden halt übertroffen. Und das ist halt auch hier das Problem, dass man den Ausblick nicht nach oben angehoben hat. Und deswegen, zack, ist der Markt auch direkt unten drunter gelaufen. Und das Ganze schauen wir uns hier an dieser Stelle jetzt natürlich nochmal im Chartverlauf mit an. Das heißt, hier an dieser Stelle
Schaust dir einfach mal durch. Wenn wir uns den Tageschart mal kurz zur Brust nehmen, dann hast du jetzt hier, ne, oben den Abverkauf, unten rein quasi die Trendfortsetzung. Das heißt, das Bild hier haben wir Bewegung, Korrektur, Bewegung kurz oben angelupft, hier wieder der Abwärtsschub. Wenn wir uns das Ganze jetzt für euch mal im kurzfristigen Trading anschauen, wir haben hier quasi den Abwärtstrend, ganz kurz den Bruch oben rauf, ja, die wichtige Marke auch auf Tageschart kurz oben rauf genommen, dann haben wir neue Tiefs gemacht. Das heißt, wenn du dir die Aktie anschaust, dann kommt jetzt für dich natürlich die große Frage, kriegen wir den nächsten Rutsch nach unten? Anlaufpunkte in die Unterseite rein haben wir natürlich auch mit da, und zwar an dieser Stelle, wenn ihr euch den Chart mal anguckt, das können wir auch im Stundenchart schön sehen, hier unten dieses Level, wo dieser Markt jetzt zweimal kurz aufgedippt ist im Bereich von $56,60. Das wäre das, was jetzt tatsächlich auch mit da ist. Und wenn du dir jetzt mal anschaust, was wir hier gesehen haben, beziehungsweise momentan halt immer noch auch sehen, dann haben wir hier die Situation, dass wir einen Trendkanal in die Korrektur haben. Das sieht hier im Stundenchart, ist das eine bärische Flagge. Und wenn wir da den Ausbruch in die Unterseite reinbekommen, dann ganz klar, erstes Ziel unten die 58 um die 75 und danach der Weg in die 56, 60 nach unten relativ frei. Es gibt hier drüben noch einen kleinen untergeordneten Anlaufpunkt. Das wäre hier die Marke um die 58, um die $57, knapp 20. Das ist das, was wir dort haben. Die Linie mache ich mal kurz gestrichelt, weil ich will euch das nochmal dann im Tageschart sehen, dass ihr die Verläufe hier auch sehen könnt. Also hier könnt ihr mal sehen, ja, das ist jetzt die Flagge, die sehen wir natürlich im Tageschart nicht. Und wenn dann der Rutsch unten drunter kommen könnte, der Breakout sozusagen unten raus, dann wäre das genau der Punkt, den wir unten dort haben. Wichtig für euch, die Korrektur kann natürlich auch noch ein Stück weiter nach oben laufen. Das ist immer so. Das heißt, wir haben die Luft, aber wenn wir das Ganze bekommen, du siehst, wir haben fallende Tiefs und also unten die Tiefs, oben die fallenden Hochs, bis auf eine ganz kleine Ausnahme, aber es wurde direkt wieder abverkauft. Das ist der Punkt, wie wir haben. Also, wenn wir tatsächlich weiter Druck bekommen, wäre das im Bereich von der Citigroup tatsächlich auch ein schönes Short-Signal, was wir hier an dieser Stelle haben. Und da komme ich gleich mal rüber zum nächsten Short-Signal, nämlich zur Aktie von Apple. Und Apple hatten wir ja letzte Woche mit dem Thema KI hält Einzug in das MacBook. Ja, das ist wichtig. Aber was noch wichtig ist, ist die Chart-Verortung. Wir haben gesehen, Apple ist sehr, sehr stark rauf. Das war am Donnerstag. Am Freitag dann die Ernüchterung. Ja, oben das Zwischenhoch im Abwärtstrend. Das wurde erstmal kurz angelaufen und danach ging es erstmal kräftig wieder in die Unterseite rein. Apple ist im übergeordneten Bereich Short, also in einem Abwärtstrend. Das heißt, die große Frage, die sich hier stellt, wie sieht es denn mit der Short-Signallage aus? Und die ziehe ich euch gleich mal hiermit auf den Schirm rauf. Da brauchen wir wichtigerweise die Kerze hier vom Freitag. Das heißt, an der Stelle die Freitagskerze natürlich auch sehr, sehr wichtig. Und wenn wir uns die Wichtigkeit dieser Kerze mal kurz anschauen wollen, haben wir hier natürlich das Kerzentief. Und dann gehen wir hier einfach mal in den Stundenchart entsprechend auch mit rein. Und bei einer Apple-Aktie haben wir die Tatsache, dass wir tatsächlich ja, hier an dieser Stelle, wenn wir uns den Stundenchart mal anschauen, auch hier natürlich das Thema, wie sieht es denn mit dem Abwärtsschub aus? Und das ist jetzt hier der Fall. Wir sind schön nach oben gelaufen. Wir haben ein Short-Signal in Entstehung. Ja, das ist das Tief der Kerze, das wir dort an dieser Stelle entsprechend auch mit haben. Also irgendwo, ihr seht es selbst im Chart, der Bereich um die 147, 174, in dem Chart hier sind es um die 80. Kleiner Hinweis auch hier, dieser Chart weicht immer etwas davon ab, wie der an der Hauptbörse ist, weil es sind die CFDs und bei Tickmill ist es so aus Sicherheitsgründen, weil die Liquidität am Handelsanfang und Handelsende oft eingeschränkt ist, sind die ersten und die letzten 5 Minuten nicht tradebar und die fehlen hier so ein bisschen, ne? Ich möchte euch nur aufs charttechnische Bild an dieser Stelle auch mit hinweisen, ne? Das Tief, was wir hier an dieser Stelle haben, wenn wir dort drunter durchlaufen, haben wir dann entsprechend den Abwärtstrend auch da und das wäre dann die Bestätigung vom Umkehrsignal. Anlaufpunkte unten drunter rein haben wir natürlich auch und da müssen wir sehen im ganz großen Bild unten natürlich hier, du siehst es selbst, das Zwischentief, was wir hier unten haben im Bereich von 167 um die 10, das haben wir da liegen, ne? Und wenn du das Ganze dann nach unten traden möchtest, weil wir hier so eine starke Dynamik haben, kannst du dir den Aufschub zum Beispiel im 15-Minuten-Chart anschauen.
Und da siehst du auch die Zwischentiefs, die wir drin liegen haben, wo wir durchaus für die Short-Seite Anlaufpunkte haben. Das heißt, hier der Bereich 173 um die 50 wäre mal einer, wenn wir uns die Lows raussuchen aus dem Trend. Und das nächste Level hätten wir dann hier unten im Bereich von 169 um die 80 bis 70 bis 170 rauf. Ne? Du siehst, das ist der Breakout-Bereich auch hier oben. Das sind immer interessante Level. Wie schon gesagt, das haben wir da. Der 15-Minuten-Chart ist schon abwärts gerichtet, das siehst du aber die Stunde halt noch nicht. Und deswegen müssen wir da ein bisschen vorsichtig sein mit einem Short-Signal, wenn du das tradest in den Tag rein. Die Stunde hat es halt noch nicht, die muss erst bestätigen. Wenn die 15 Minuten aber wieder umdrehen, dann kannst du durchaus in ganz kurzfristigen Bereichen Early Bird 1, 2, 3 in Richtung der Tiefs machen. Und wenn es dort dann unten rutscht, bist du gleich im großen Schub dabei. Das muss aber in dein Chance-Risikomanagement definitiv an dieser Stelle auch mit reinpassen. Ne? Also, das sind die Dinge, die wir hier bei einer Aktie von Apple auch mit haben. So, dann gucke ich mal ganz kurz in eure Chats rein. WTI wollt ihr euch mit anschauen? Jawohl, machen wir. Und dann definitiv möchte ich mit euch mal ganz kurz noch auf den deutschen Leitindex, den DAX, schauen. Den hole ich euch jetzt auch gleich mal noch mit rauf. Da muss ich noch mal ganz kurz gucken, dass ich jetzt direkt den richtigen Markt mir raufhole. Genau. Da ist er. Das kurz der Hinweis zum Euro-Dollar. Ne? Die letzte Woche, der schöne Rutsch, hier jetzt Konsolidierung. Unser nächstes Kursziel unten liegt dann jetzt im Bereich hier unten tatsächlich charttechnisch. Wenn wir uns den Chart hier auf Tagesbasis mal anschauen, ne? Unser Ziel hier im Bereich von 1,065,60 wurde erreicht, sogar unterschritten. Und wenn es jetzt hier unten drunter weitergeht, charttechnisch gesehen, der Luftholer ist gerade da, der kann natürlich auch Richtung 1,6950 durchaus laufen in die Chartoberseite mit rein. Das wäre jetzt an dieser Stelle auch definitiv mal kein Beinbruch, denn genau dort oben ist ein ganz, ganz wichtiges Widerstandslevel, denn da sind wir hier unter das große Zwischentief drunter gerutscht. Damit haben wir jetzt auch im Wochenchart wieder einen Abwärtstrend. Das kannst du hier sehen, ne? Einmal runter, einmal rauf, wieder runter. Also das Ding trendet sehr, sehr stark in die Unterseite jetzt auch rein. Und dann haben wir die Ziele im großen Bereich auch mit da. Jetzt gehen wir allerdings zunächst erstmal eben auf den deutschen Leitindex, den DAX, ein. Und dann schauen wir uns noch die Rohstoffe an, und zwar WTI und Gold. Zunächst der DAX, unser Kursziel, was wir letzte Woche auch hatten für die Short-Seite. Das ist mal der Tageschart im Bereich von 17.850 ist erreicht worden. Ja, wir haben ja den DAX jetzt schon eine ganze Weile in die Short-Seite mit rein begleitet. Heute ein ordentlicher Rücksetzer wieder oben rauf. Das ist so ein bisschen Erleichterung, dass in Israel nicht wirklich was passiert ist, was ganz, ganz schlimm gewesen ist. Also ich meine, das, was dort passiert, ist schlimm. Das bitte nicht falsch verstehen. Was ich hier meine, ist für die Börse. Die Börse bereitet sich halt in diesen Dingen immer auch Worst-Case-Szenarios vor. Und das Worst-Case-Szenario wäre hier ein Problem der oder Ölversorgung gewesen. Und das ist jetzt nicht passiert. Deswegen ist so eine Relief-Rallye durchaus etwas, das nicht unnormal ist. Das wird jetzt halt natürlich wichtig sein, wie sich das im Laufe des Handelstages entsprechend auch mit aufbaut. Das heißt, an dieser Stelle, das wirtschaftliche Umfeld ist weiterhin nicht schön. Da hat sich nicht viel dran gebessert. Und das, was wir an Terminen sozusagen für diese Woche auch entsprechend mit sehen, hier an dieser Seite, ne, das müssen wir natürlich auch auf die Agenda haben, dass wir sozusagen morgen die ZDW-Konjunkturerwartungen bekommen. Aber wenn wir uns den Wochenchart mal anschauen, ne, wir haben ja nicht umsonst das erste Ziel hier an dieser Stelle gehabt, wo wir es gehabt haben, im Bereich bei 17.850. Und wenn ihr euch die Woche dann mal anschaut, dann habt ihr noch zwei wichtige Anlaufpunkte. Und der erste wichtige, den haben wir hier unten im Bereich von um die 17.600-Punkte-Marke liegen. Das zeige ich euch gleich im Tageschart, warum das so ist. Und danach ist der Weg aus der charttechnischen Verortung her tatsächlich zunächst, wenn wir uns die Woche anschauen, mal frei bis unter das Ausbruchslevel. Das Ausbruchslevel hier im großen Bereich, das ist natürlich ein wichtiger Bereich, das ist die psychologisch auch wichtige Marke von 17.000 Punkten. Aber wenn wir uns mal wichtige Zwischenlows anschauen, dann wäre das hier sogar der Bereich bei 16.760 Punkten. Da müssen wir jetzt noch nicht drüber reden. Ich wollte euch das Ganze hier nur an dieser Stelle mal anzeigen, weil wenn ihr euch den Trendverlauf mal anschaut, Aufwärtsschub, Korrektur und dann der nächste Aufwärtsschub, da wisst ihr, wie viel Luft auch drinnen ist. Das ist durchaus da. Aber wie schon gesagt, die Problematik geopolitisch ist immer ein bisschen riskant. Und
wenn ihr euch den Chart jetzt mal anschaut, auch auf Stundenbasis, ne, hier ist der letzte Bewegungsarm nach unten hin, da habt ihr den Trend, der ist mittlerweile gebrochen. In der Stunde sind wir wieder in einem Aufwärtstrend auch drinnen und die Anlaufpunkte, die wir hier nach oben haben in die Long-Seite, wäre mal hier, wenn ich das mal ein bisschen anpassen kann, das Zwischenhoch im Bereich von 18.000 gut 35 Punkten und danach wäre technischerweise sogar noch Luft oben rauf an dieser Stelle bis hier oben, wartet mal, ich mache euch das mal kurz in Rot, bis hier oben rein zunächst auch als Erholungsrallye in dem Bereich bei 18.100 gut 20 Punkten. Also das ist durchaus drin, ja, wenn wir das auf der Agenda haben und wenn du dir das Ganze mal im Stundenchart auch anschaust, dann siehst du halt auch das Wendelevel, was wir hier im großen Abwärtstrend auch haben, der fühlt ja die Korrektur an dieser Stelle an und der ist auch wirklich nicht gebrochen, es ist nur der Bewegungsarm gebrochen, hat die Korrektur sogar Luft oben rein bis in den Bereich bei 18.100 gut 65 Punkten. Und das ist das, was wir hier jetzt auf der Tagesbasis auch sehr schön sehen können. Da haben wir nämlich den entsprechenden Abwärtstrendkanal. Ja, das ist also, das hat nichts mehr mit einer bullischen Flagge oder ähnliches zu tun. Eine Bullflag, laut, also das ist meine Lesweise, ne? Die wirklich sehr gut funktionierenden Bullflags haben einfach ein paar, drei, vier Kerzen am Stück nach unten laufen. Dann kommt der Breakout. Aber wir haben jetzt hier schon einen sichtbaren Trend und deswegen ist das eher ein Trendkanal, den wir hier haben. Und da brauchen wir halt den Breakout, dass wir den tatsächlich charttechnisch bekommen. Und das macht halt die Unterschiede. Das sind so die Lesweisen, die du entsprechend brauchst, auch vom Markt an dieser Stelle mit rein. Und das ist das, was wir jetzt hier haben. Jetzt haben wir eine Gegenbewegung, die kannst du im Kleinen traden. Du hast saubere Absicherungslevel. Du weißt, wo die Einstiege zu finden sind, dann aus den Korrekturen raus. Und jetzt sind wir halt gerade hier in Bewegung. Und das kannst du dann traden. Die Stunde gibt die Richtung vor. Dann gehst du zum Beispiel in den 15-Minuten-Chart. Da siehst du schön den Bewegungsarm auch drauf. Und wenn du den halt handeln willst, dann gehst du aus den Korrekturen im Bewegungsarm in die Oberseite rein. Und wie schon gesagt, momentan streckt sich schön in die Oberseite auch rauf. Und das ist hier die positive, sage ich mal, Reaktion obendrauf. So, dann schauen wir kurz auf Gold. Gold haben wir am Freitag eine ziemlich starke spiky Candle gehabt, ne? Neues Hoch erreicht bei 2431 um die 60 und jetzt kommt der starke Rutsch in die Unterseite rein und für euch, wo euch jetzt fragt, okay, was denn hier zu tun ist. Ich weiß, der ein oder andere ist ja auch long unterwegs und das Long-Setup war auch korrekt, weil wir sind unten aus der Korrektur schön auch raufgekommen und der Stundenchart ist hier, na, den siehst du dort auch drauf. Also hier war die Korrektur zu Ende, dann ging es hier trendig schön in die Oberseite rein. Hier das 1, 2, 3 nach oben, wunderbar gelaufen, auch oben die Hochs rausgenommen, schön oben durch. Alles wunderbar. Und dieser Bewegungsarm per se, der ist jetzt ganz tief korrigiert. So, und jetzt die Frage natürlich, Long Setup in Richtung der übergeordneten Situation durchaus drin. Wenn wir es charttechnisch betrachten, müssen wir dann aus jetziger Sicht allerdings hier oben über die 2.300 knapp 73 Dollar drüber, dann haben wir wieder einen Aufwärtstrend. Zumindest solange der Markt nicht unten drunter rutscht, unter die Tiefs hier unten. Also wenn ich das mal ganz kurz mit raufnehme, ne, Thema wichtiges Support-Level, grob auch anmarkiert ist hier der Bereich, ich sag mal grob 2323, 80 bis 24. Das ist das Level, was wir hier haben. Warte, ich mache euch die Linie mal kurz ein bisschen dicker, weil die sehen wir dann natürlich auch schön im größeren Bereich auch mit drinnen. Und für die Short-Seite, auch das kann ich euch schon rauflegen, ist es jetzt wichtig, dass der Bereich hier um die 2300, ich sag mal 46, 68, also 70 bis 90 hier, dieses Level, ne? Also das wichtige Zwischentief hier in diesem Bereich hätten wir hier unten dann in diesem Level um die 2348 knapp 15, weil Thema Abwärtstrend im Kleinen, wenn wir da jetzt drunter rutschen, haben wir den nächsten Abwärtstrend, der in Richtung dieser Phase läuft und das wäre dann für das kurzfristige Trading auch das Zeichen, dass wir drunter durchrutschen. Auf Tagesbasis ist natürlich eins noch ganz wichtig und da lege ich euch die Short-Seite jetzt mal unten drunter durch, wenn die Kerze vom Freitag unterschritten wird, das Kerzentief, dann wäre das natürlich die Bestätigung dieser starken Abgabekerze und dann ist der Weg nach unten hin halt definitiv auch drinnen. Ne? Und das ist die große Umkehr, die wir hier am Donnerstag gesehen haben. Da haben wir das Zwischentief liegen und das kann ich auch mal noch ein bisschen anpassen, denn das Korrekturtief vom Tag, das liegt hier im Bereich von 2318, knapp 25, das wäre dann ein ganz, ganz wichtiger Anlaufpunkt. Und falls der Goldpreis darunter fallen sollte, ist zunächst erstmal der Dynamik
dynamische Aufwärtsarm auch aus charttechnischer Sicht gebrochen. So, dann schauen wir uns mal das WTI an dieser Stelle an. Übrigens ganz kurz rüber, Brent sieht an dieser Stelle ja ähnlich aus, wenn auch nicht, ja, wartet mal kurz, er aktualisiert gerade, kurzen Augenblick. Ich aktualisiere mal ganz den Chart. So, nehmen wir den mal rüber. So, da haben wir es. Also, du siehst halt die Richtung. Sowohl im WTI hatten wir am Freitag den starken Abverkauf, als auch im Brent hatten wir am Freitag den starken Abverkauf. Das sind die Punkte, die wir hier an dieser Stelle definitiv auch mit drinnen haben. Und was dort jetzt natürlich wichtig ist, wie geht es weiter? Denn du siehst das sowohl im Brent auch, als auch im WTI. Unten, wo diese, naja, eigentlich müsste ich sie umtauschen für die Short-Seite. Also unten, wo diese rote Linie liegt, ja, das wäre die Bestätigung oder das war die Bestätigung des Short-Signals im kurzfristigen Bereich. Und da ist jetzt eins natürlich ganz, ganz wichtig. Und zwar unten hier, ihr seht selbst in diesem Level um die knapp 84, naja, es sind halt immer Bereiche. Ne? Du siehst hier unten 67 bis an die, naja, 80 hin. Das ist ein wichtiger Bereich. Ja? Und das ist jetzt der Punkt. Wir kommen, wenn ihr euch das Thema mal anschaut hier, auch wenn wir uns diese Korrekturformation auch mal anschauen wollen, ne, am Anfang war es eine Flagge, ja, aber jetzt haben wir hier die Aufwärtsphase und dann die Abwärtsphase, dass der Breakout aus der Flagge hat funktioniert und das Kursziel ist auch erreicht worden. Ja, jetzt laufen wir halt wieder unten drunter und das ist dieses Hickhack-Spiel. Sollte sich die Eskalation in diesem Nahen Osten oder Mittleren Osten sozusagen nicht kurzfristig extrem verschärfen, dann kann es durchaus sein, dass es auch mal so ein bisschen zu einem Rücksetzer kommt. Und das ist jetzt der Punkt. Charttechnisch hätten wir dann auf Tagesbasis zumindest mal, wenn wir uns die Tiefs annehmen, Luft für eine Korrektur bis auf 80, 76. Das wäre dann eine tiefe Korrektur. Und hier von mir auch wieder der Tipp, wenn du die Trades planst, die flache Korrektur ist raus, das heißt, wir haben jetzt mitteltief und tief noch übrig, plan dort deine Setup-Lagen. Aktuell habe ich das nicht, kann ich euch nicht geben. Was ich aber habe ist, wenn wir uns den Chart mal kurz anschauen hier, wir haben, wenn du es mal so sehen willst, eine Trading Range. Ja? Und das Thema Trading Range heißt unten der Auffangbereich und oben der Deckel. Und zuletzt ist es immer so gewesen, von unten nach oben und von oben nach unten war eine gute Idee. Ja? Und das ist jetzt der Punkt, den wir hier an dieser Stelle auch mit haben. Sollten wir irgendwo hier unten wieder eine kurzfristige Long Bias bekommen, dann ist der Weg nach oben frei. Und das siehst du zum Beispiel schön, wenn du dir den Chart mal im 15 Minutenbereich auch anschaust, ne? Hier unten ging es dann rauf, Korrektur, wieder rauf. Also es ist hochvolatil, musst du wissen, aber es ist halt schön, wenn du das siehst, wenn du dir unten die Bereiche anschaust. Ne? Die letzten Zwischentiefs haben wir ein bisschen höher gehabt, das wäre dann der Bereich um die 85 Dollar. Sollten wir dort wieder eine Aufwärtstendenz bekommen, ne? Das, was du hier hast, rauf, unten, da musst du natürlich in den Kleinstzeiteinheiten gucken, wer es eine Möglichkeit, aber wir sehen aktuell hier eher Abgabedruck und jetzt wird es halt spannend zu sehen, liegen hier unten, ja, Orders, wo aufgegeben wird, das heißt, wo Long-Positionen hergegeben werden und der Verkaufsdruck herkommt, dann siehst du, geht es eher in die Unterseite rein und auch hier nochmal ganz kurz den Stundenchart, wenn ich den mal ein Stück weit zusammenraffe, dann kann ich dir noch ein paar kleinere Anlaufpunkte geben und die kleineren Anlaufpunkte für die Short-Seite haben wir dann an den Zwischentiefs hier um die 84,40 beziehungsweise hier unten im Bereich um die 83,85. Das sind die beiden, die ich dir hier mal noch mitgeben möchte. Damit siehst du, wo der Weg nach unten hin auch frei ist oder beziehungsweise bis wohin er gehen kann. Und wenn du dir hier jetzt mal den letzten Rücksetzer auch mit anschaust, ne, dann liegt das Ziel auch irgendwo hier zunächst für das Potenzial, was wir unten raus haben, durchaus im Bereich von 84,40. Das ist charttechnisch, ja, aber in den jetzigen Zeiten kannst du mit Charttechnik, im ganz kurzfristigen Bereich durchaus was anfangen. Wenn es aber dann auch über die Nacht geht, ist das aktuell immer ein bisschen schwierig an dieser Stelle. Und im Zweifel, ne, du weißt das, die Eskalation, wenn es dort richtig knallt, schiebt es das Ganze auch nach oben rauf. Aber naja, das musst du dann in deinem Risiko- und Money-Management mit abfrühstücken, wie du das für dich in deinem Trading mit umsetzen kannst. So, damit habe ich die abgearbeiteten Themen oder aufgeschriebenen Themen auch mit durch. Die ersten Fragen habe ich auch beantwortet und dann schauen wir mal, was wir noch so sehen, weil von den Themen bin ich durch und das, was ich jetzt noch drin habe, versuche ich morgen mit reinzunehmen. Das heißt, von der Seite her, gucken wir uns das an. Ja, Bitcoin wird gefragt. Der Micha fragt das.
Ich nehme euch Bitcoin morgen früh mal mit rein, beziehungsweise, warte mal ganz kurz, Bitcoin mache ich jetzt noch schnell, weil da gab es auch Abgabedruck von oben nach unten. Ne? Mein Kontraktionsmuster, was ich euch hier gezeigt hatte, ist nicht mehr aktiv. Das ist ganz klar. Also auch beim Bitcoin, ja, also wenn du im Bitcoin keine Strategie hast, herzlichen Glückwunsch. Ne? Ich möchte da nicht in deine Haut stecken. Also jeder, der hier einen kurzfristigen Trade für die Long-Seite irgendwo hier oben rausgenommen hat, ne? Ihr wisst, was los ist. Ist ein bisschen problematisch momentan. Wir haben Abwärtstrends wieder da. Die Woche ist ganz klar. Du siehst es auch hier. Ja? Das ist halt Thema Doppeltop. Also die Charttechnik funktioniert hier relativ gut. Und das, was wir jetzt hier sehen, ist halt auch wenn nicht stark, aber es ist einfach faktisch vorhanden. Wir haben hier in diesem Bereich definitiv wieder ein Abwärtstrend. Ne? Also hier siehst du es von oben nach unten. Das war die erste große Phase. Dann haben wir so eine schöne Erholungsphase bekommen. Die lief jetzt bis hier quasi oben rauf. Und dann ging das Ganze mit in die Unterseite rein. Und wenn ich dir das ganz kurz jetzt mal mit Linien aufzeige, dann siehst du es, das Hoch von oben, siehst du schön. Dann hatten wir die erste Phase nach unten, dann eine Korrektur, tieferes Hoch und dann erst einmal der Rutsch nach unten. Daran kannst du erkennen, dass dieser Markt angeschlagen ist. Und was wir jetzt hier momentan sehen, ist einfach eine laufende Korrektur. Ja, das ist jetzt da. Und wenn wir uns die Unterseite im Bitcoin anschauen, es ist durchaus für eine Korrektur hier Luft. Das ist im Wochenchart sozusagen. Das Thema mit der Marke um die 50.350, das musst du auf der Agenda haben, wenn du das drin hast. Ne? Und das ist halt der Punkt, den du hier an dieser Stelle mit sehen musst. Wo laufen wir denn hin? Und das ist das, was wir hier jetzt auch haben, auch im kurzfristigen Trading. Ne? Du siehst selbst, die Stunde ist in einem validen Abwärtstrend. Den Aufwärtstrend, den wir jetzt an dieser Stelle haben, der ist faktisch gesehen, ja, hier oben der Wendepunkt in dem Bereich um die 67.940 ist dann ein wichtiger Punkt. Wenn wir da drüber laufen, haben wir dann auch wieder einen richtungsführenden Aufwärtstrend. Also wenn du die größere Richtung traden möchtest, wichtiges Entscheidungslevel hier unten, hier oben im Bereich 67,49. Wenn du die kurzfristige Sache tradest, wir haben einen Aufwärtstrend. Du siehst auch, der Aufwärtstrend hat Potenzial in die Oberseite rein. Und das ist jetzt für dich im kurzfristigen Trading auch interessant. Luft, ja, Korrektur ist da bis ins Tief hier rein. Solltest du hier die Stunde als Aufwärtstrend nehmen, gehst du in die kleineren Zeiteinheiten und sobald die wieder rumdrehen, hast du schön deinen Long Buy. Das haben wir hier unten ganz genauso gesehen an dieser Stelle, wenn wir mal kurz in den 15-Minuten-Chart reingehen wollen. Ne? Das war die sozusagen, warte mal, ich will es dir mal ganz kurz auf Stundenbasis noch kurz mit reingeben, dass wir uns das Fenster mal anschauen können. Und zwar war das genau dieser Bereich hier unten, den wir da hatten. Da war nämlich auch so ein Tief, die Kerze ist da, das war die Umkehrkerze und über dem Hoch der Kerze war dann im Kleinen sozusagen die Umkehr auch mit drauf. Ja, das haben wir hier. Und jetzt gehen wir mal kurz in den 15-Minuten-Chart rein. Ne? Und da siehst du es halt. Ne? Das ist das, was im Kleinen gekommen ist. Und das musst du dann einfach mitnehmen, um in die Oberseite auch mit reinzukommen. Beziehungsweise das nächste, was wir hier hatten, vom Trendigen her, war es hier, sind wir auch drüber gelaufen. Und dann nimmst du halt die Kleinstzeiteinheiten, die 15 Minuten, als deine Richtung. Und dann nimmst du die nächst kleinere Zeiteinheit und tradest das Ganze trendig oben rauf. Aber wie schon gesagt, da musst du dann vorm Rechner sitzen. Umsetzen kannst du das allerdings auch sehr, sehr schön in diesen Punkten mit drinnen. So, den Rest, den ich nicht geschafft habe, wie schon gesagt, versuche ich morgen mit reinzulaufen. Und dann haben wir das Ganze hier, also all das, was ich Ihnen im Chart oder euch im Chart sagen kann, haben wir dann an dieser Stelle auch noch mit da. So, was haben wir noch an Frage? WTI haben wir besprochen. Der Russell, den gucken wir uns heute Nachmittag an. Da haben wir auch wieder eine Frage zu bekommen. Das ist natürlich auch hier, ne? Kurzfristig, mittelfristig, je nachdem, was du dort tradest, sollte deine Strategie sein. Die Analyse dazu gibt es heute Nachmittag. Dort auch nochmal den Zinsbezug natürlich auch mit auf die Reihe gestellt. Und dazu schauen wir uns dann auch die US-Indizes mit an. Und bei den Rohstoff-Futures habe ich auch das ein oder andere interessante Signal. Zum Beispiel auch beim Kaffee kannst du übrigens sehr, sehr schön auch entsprechend bei Tickmill mit umsetzen. In diesem Sinne wünsche ich euch einen guten Start in die neue Handelswoche. Wir sehen uns heute Nachmittag oder gerne dann morgen früh ab 8:30 Uhr wieder in meiner Sendung Tickmills tägliche Trading-Ideen. Wenn du noch Fragen hast, kommentiere einfach unten drunter. Ich sehe es dann und komme entsprechend auf diese Frage mit zurück. Bis dann, viel Erfolg und wie immer gilt, plane den Trade, trade den Plan, dann wird das laufen. Ciao.